Okay, jetzt kann ich mich gleich entscheiden, was wir als nächstes machen. Mehrere Quests angenommen. Ach so, ich wollte die Fertigkeitspunkte ausgeben. Ja, gut. Also. Okay, ich kann tatsächlich zu beiden gehen. Entweder Tempelbur oder Legrakester. Gucken wir eben auf die Map. Entweder da oder da. Ich glaube, wir gehen erst zu Ivar. Iva. Iva. Können wir auch das Pferd nehmen? Hübsches Pferd. Ich glaube, der andere Weg ist auch deutlich weiter. Ich dachte gerade, wir müssten hier springen oder sowas. Hast du die Fackel vergessen? Ich sagte doch, wir müssen das Haus in. Ich laufe gerade auch ein bisschen kreuz und quer. Bedeuten die Fragezeichen? Ich möchte das jetzt wissen. Hallo du, suchst du etwas? Vielleicht kann ich helfen. Es ist das bisschen Silber wert, versprochen. Okay, die Leute kann ich einfach fragen, wo ich lang muss oder dann was ein ich. Andermal. Na gut, das ist uninteressant.
Upsi. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Allenfalls 30 Silber für keine Ahnung. Ich glaube, wir laufen hier lieber. Ich habe das Gefühl, das endet gleich in einer Schlachterei hier. Ich bin nicht gut im Tarnen und im Untertauchen. Ich bin eher gut im... Ich hau einfach drauf, damit die Leute mich nicht finden. Damit die Leute, die mich gefunden haben, mir nicht auf den Keks gehen können. Aber wie finde ich denn den Typen jetzt? Sind das unsere Männer? Wir werden es gleich wissen, würde ich sagen, ne? Ja. Iva ist da oben, auf dem Turm. Da oben? Zeig mir, was vor uns liegt. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggerät ist hier, ganz sicher. Naja, oder es gibt hier einfach Soldaten. Siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Oh. Hast du Uber und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgret hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron.
Ich werde keine Seite wählen. Er hat seine Art und du hast deine. So viel ist klar. Ich werde mich nicht auf eine Seite schlagen. Nein, du willst dir einen Namen machen. Ich weiß, was es heißt, ein junger Dränger zu sein. Du denkst an Ruhm und Schicksal. Endlich jemand, der mich versteht. Ich kenne Leute wie dich, Wolfsmal. Aber ich sehe nicht so weit in die Zukunft wie du. Iva ist mir nicht so sympathisch. Der ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burgred uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Was? Finde ich jetzt aber... Also ich finde, der könnte schon mitkommen, der Dude. Kann ich da landen? Ich werde doch 100 pro auffallen. Naja, ich könnte ja, wenn ich ihn hier nicht finde, einfach noch dahin reisen. Ich musste mich jetzt ja am Anfang für was entscheiden, aber ich kann ja auch danach zu der anderen Dingsens gehen. Ich glaube, der ist ein bisschen betrunken. Hier lang, ja? Na gut. Ablenkung schaffen. Da ist mir wohl der Met ausgegangen. Wo ist mein Met? Schleimige, aalige Schlangenteile. Die ganze Gegend stinkt nach leeren Fässern. Dem geht's gut. Die Kirche wird gut bewacht, aber es muss einen Weg geben. Das war für den Aussichtspunkt, den wir uns jetzt mal eben snacken. Aber ich glaube vermutlich auch, dass ich hier irgendwie hochkommen könnte. Ja, reinkommen könnte, nicht hoch.
So, wo komme ich jetzt in diese Kirche rein? Komme ich bei den Fenstern rein? Nee, ne? War gar nicht laut oder so. Hä, die sehen mich doch, wenn ich hier am Rumjumpen bin, oder nicht? Immer weiter so. Jedes bisschen hilft. Die Bauern fangen schon an aufzumucken. Dann erinnere sie freundlich daran, dass sie es Mercia und ihrem König schuldig sind. Du hast Leofried gehört. Bringt alle Nahrung in Sicherheit. Dänen brennen immer wieder Felder nieder. Ohne Essen können wir nicht kämpfen. Das nehmen die echt gelassen hin. Sie wurde wohl verriegelt. Da steht halt ein Dude auf der anderen Seite, ne? Das Huhn hat mich blockiert.
Hä? Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Skadis Zorn. Kisten voller Nahrungsvorräte. Burgred gibt sich nicht kampflos geschlagen. Leofrids Anweisung. Erntet die Felder ab, ladet die Karren voll. Diese Nahrung wird uns versorgen und wir müssen sie so schnell wie möglich wegschaffen. Ich werde selbst mit den Karren reisen und dafür Sorge tragen, dass sie sicher bei unseren Männern ankommen. In der Zwischenzeit werden wir alles in der Kirche und im Badehaus lagern. Bewahrt Ordnung, bleibt wachsam und wartet auf meine Rückkehr. Das heißt, wir müssen jetzt noch ins Badehaus. Ah, okay, jetzt weiß ich... Nee, Misstrauensgebiet. Heißt das jetzt, die wissen, dass wir die getötet haben, wenn uns jetzt einer der Soldaten sieht? Oder können wir uns jetzt wieder so tarnen? Macht sie doch. Ach, okay, wir tarnen uns damit. Ah, okay. Ich dachte, da steht untersuchen und nicht untertauchen. Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein.
Wie abfällig ist das, wenn ich die einfach abschieße? Ups. Ich bin nicht nah genug dran dafür. Darf mich niemand sehen. Es ist doch Pferdemist. Wir sollten lieber kämpfen, um Tamifjord von den Dänen zurückzuholen. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrieds Anweisung. Leofrieds Anweisung? Pah, der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn satt? Wie meinst du das? Bist du denn blind? Er stellt Burgretts Befehle bei jeder Gelegenheit in Frage. Seit die Dänen aufgetaucht sind. Das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst. Ich würde da jetzt einfach runtergehen, draufhauen, aber ich habe Angst, dass die Hilfe rufen. Das wäre schlecht für uns. Oh, shit. Upsi. Geht dort herum. War doch okay. Hier war doch irgendwo ein Raum, den ich mir noch angucken wollte. Wo war das denn? Hier, oder? Nee, das war nicht hier. Kann man halt einfach aufmachen.
Hier war doch irgendwo ein Raum mit Schriftrollen und sowas. Ups. Wilfrids Anweisung. Schaffe das Getreide ins Badehaus. Haltet es dort bis zu meiner Rückkehr unter Verschluss. Manche Bauern werden sich womöglich wehren. Seid nicht zu hart zu ihnen. Wir nehmen ihnen diese Lebensgrundlage, ohne versprechen zu können, dass sie je alles zurückerhalten. Frage ist ja, müssen wir irgendwas Spezielles hier gerade finden? Geolbert. Eivor. Wie kommt er denn hier hin? Hä? Wie kommt er denn jetzt da rein? Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivars Speer. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofrid kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Eva, bring mir dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Autsch. Oh, Scheiße. Scheiße. Ich glaube, für Misstrauensgebiet ist es schon zu spät, ehrlich gesagt. War ich je willkommen? Ich glaube kaum. Was soll ich tun? Kämpfen! Das lief doch eigentlich ganz gut. Dafür, dass anscheinend so viele Soldaten in der Stadt waren, war das schon recht wenig. Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht, Geolbert. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo
ist ein König, Sachse. Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Iva? Chilbert hätte ich hätte mal etwas mehr erwartet, ja, das dachte ich halt auch. Einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden. Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Iva hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedun und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgrets Frau Ethelsweet ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Das heißt, wir müssen jetzt nach Tempelburg. Ich kann auf die beiden keine Runen drauf packen. Okay, geben wir die Fertigkeitspunkte aus. Was haben wir hier denn noch? Das wäre halt gut, wenn wir das mitnehmen würden, ne? Der perfekte Angriff klingt eigentlich ganz nice. Da ich nicht gut parieren kann, ist der Paradeschaden relativ uninteressant für uns. Okay, erstmal müssen wir hier aus der Stadt raus. Die Soldaten hier. Die Leute. Schön langsam sein. Misstrauensgebiet, hier sind doch eigentlich gar keine Soldaten mehr, oder? Auf geht's, Leute! Das nehmen wir doch gerne mit. Wenn ich am Straßenrand Bären oder so sehe, soll ich das mitnehmen, weil wir haben noch eine Heilung noch nicht wieder aufgefüllt. Gehen wir hier lang.
Ich finde die Gegend hier echt schön. Also ich finde Schnee ja sonst auch hübsch. Aber so dieses Herbstliche finde ich auch echt toll. Kann ich bitte... Ich stimme dir voll und ganz zu. Das ist hier ein toter Wolf. Ich komme gerade irgendwie ein bisschen vom Weg ab. Vielleicht aber auch, weil ich noch kein einziges Mal auf die Map geguckt habe. Okay, lass mich kurz gucken. Nur weiter hier am Fluss lang. Wir gehen mal kurz ohne unser Pferd weiter. Oh, ich hasse Wasser. Shit. Da ist eine Brücke. Und dann gehen wir hinter dem, wo wir angreifen könnten, wieder hoch. Wieder rüber. Weil da hinten war nämlich auch eine Brücke. So. Oh Gott, ich habe mich gerade dezent erschrocken. Ist ja fast wie bei den Schlangen gestern. So, jetzt müssen wir hier am Fluss lang. Ups. Hier sind noch so viel Erze. Aber jetzt gerade nicht. Und dann sollte ich hier wieder rüber. Weil unser Ziel ist auf der Seite von dem Fluss.
probieren. Perfekt. Du hast dich besser geschlagen als dein schweigsamer Freund. Der sagt nie wieder was. Wir haben euch alles erzählt. Lasst ihr uns jetzt gehen? Das kommt darauf an, was jetzt passiert. Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Endlich bei Bernd. Überall alles grün, aber keine Sträucher weit und breit. Das stimmt. Wir haben sie ausgequetscht. Oder ich habe sie übersehen. Die bewachen seine Frau. Das kann auch gut sein. Nach Tamelvjord haben die beiden sich wohl getrennt. Das habe ich von Sheolbert in Legrakester auch. Ich freue mich jetzt schon aufs Bett, Leute. Was hat der dort gemacht? Iva. Eine lange Geschichte, aber es geht ihm gut. Ich schicke ihn nach Heopedun. Was ist hier der Plan? Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Aethelswyth finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Na, mal gucken. Wir werden uns darum kümmern, Aethelswyth zu holen. Möge Odin euch leiten. Ich bin ja recht spät ins Bett gegangen die letzten Tage, ob ich heute überhaupt früher schlafen kann. Die Sachsen werden uns nicht durch die Vordertür hereinbitten. Wir können versuchen, nicht aufzufallen oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Mein Langschiff nehmen. Davon habe ich immer geträumt. Um einen König zu suchen. Vom Wikingerleben. Mit dir. Mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern. Freundschaften. Hä, kann ich mein Langschiff hierher rufen? Nein, oder? Für so ein Wiesel quer durchs Land verfolgen muss, dann sei es so. Ich bin genau, wo ich sein will. Ich ebenfalls, Bruder. Wir gehen da einfach rein. Es hat eben auch funktioniert. Für mich in die Ferne, Sühnen. Wir gehen da einfach rein. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ah. Warte, dann können wir doch. Das war falsch. Flieg, Freundin. Absolut unauffällig.
das ein Außenposten? Dann lösen wir das mal auf die Wikingerart. Autsch. Ups, den wollte ich eigentlich gar nicht erwischen. Ja, da ist doch noch irgendwo was zum Plündern, oder nicht? Ja. Oh, fuck. Die größeren immer so einen Special-Tod haben. Das mit dem einfach rauf ist eher so mein Stil, als mich reinzuschleichen. Schon, wie ich einfach auf die raufstampfen kann, finde ich schon interessant gemacht. Ups. Was war das?
Kommt zu spät. Na super. Wo müssen wir denn genau lang? Da steht einer. Ist da oben noch jemand? Wahrscheinlich müssen wir hier hoch, oder? Denke ich mal. Das Soldatenquartier. Gott, ist das hier dunkel drin, ey. Oh, ich hab zu spät. Ich bin zu spät ausgewichen. Kann mir jemand Licht machen, bitte? Durchschlagender Schuss. What?